Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei GTA RP in State of Freedom. Und wenn ihr direkt mit auf dem Server sein wollt, na, wenn ihr auch GTA RP spielen wollt, dann gerne unten in die Videobeschreibung klicken, da ist der Link dazu und da steht alles weitere. So, ansonsten viel Spaß, lasst gerne das Däumchen da, na, und nun geht's los. So, was haben wir denn hier? Guten Abend, Herr Maxwell, es wäre sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie sich mal bei mir melden würden. Ich hätte sehr großes Interesse daran, bei Ihnen Ringe zu kaufen. Oha! Herr Rottenbach. Hallo. Ja, wie ist er? Rottenbach. Sehr gern können wir das tun. Rufen Sie mich gern zurück. Bitte. Punkt. MFG. Ja. Maxwell. Da. Ja. Okay, wen haben wir hier? Was ist da passiert? So, wen haben wir noch? Okay. Tara. Alles gut, ja, das bekommen wir hin. Pass auf dich auf. Hey, mein Liebster. Mein Liebster. Holla die Waldfee. Heute war der Schlosser endlich mal bei uns am Laden. Der hat nicht nur das Schloss am Vordereingang repariert, sondern auch die beiden Türen zum Büro. Holla die Waldfee. Habe mit Hand auch eine Chatgruppe aufgemacht. Waschsalon. Der Waschsalon. Oh, Rix. Wir haben mal dem Auto vom Justiztyp etwas Feuer gemacht. Ja, ho, ho, ho. Oha. Alt ist, dann muss das wohl. Okay. Joker, alles klar, gibt ein Auge, er denkt, die 100 Grad sind weg. Dreck wirklich. Bist du am Laden? Ja. Yeah. Gerade. So, erstmal den ganzen Schriftkram machen. So, was gibt's? Ja, ja. Ja. Himmel, Arsch und Zwirn. So, jetzt. Auto ist bei Hand. Okay. Was gibt's da? Ah. Komm mal. Okay, gut. Dann werden wir mal gucken. Sehr gut. Sehr schön. Ui, ist das schön. Da wartet ganz kurz. Wir sind ja mitten im Livestream. Deswegen muss ich da selber mal was umstellen. So, jetzt passt's. Jetzt passt's. Wunderbar. So, hier ist noch alles schick. Was haben wir hier? Okay, okay. Wir müssen erst einmal.
Da. Nehmen wir unseren schnittischen Kleinwagen. Ah, den müssen wir wieder tanken. Gut. Kommen wir gleich mal rüber an die Tankstelle. Da können wir gleich mal gucken. Ja. Da war man hier. So, warte mal. Ohne Licht. Bin bei Joker Laden. So. Flipper, danke schön. Ganz kurz. Flipper haut an die Community gerade insgesamt 11 Subs raus. Flipper, du verrückter Hund. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es Herz zum Herzen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Unglaublich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Der Florian hat gehört, resubbed im 9. Monat. Dankeschön auch dir dafür. Gibt es Herz zum Herzen. Dankeschön. Leute, habt es einfach. Ach, Leute, habt das Ziel voll gemacht. Dankeschön. Wirklich. Vielen, vielen Dank. So. Wenn sie gegen 21 Uhr Zeit für eine Treffensicherung andere Kleinwagen. Servus. Ja, Jan. Kommens. Da. Okay. Aber jetzt. Ab zum Joker. Ja, aber rein ins Warme, ist kalt. Hey Joker. Hallo. Ja, alles klar, Corbin? Ja, passt soweit. Und bei dir? Ja, passt. Du sitzt ja so in der Ecke, was los? Na, ich warte hier, ob jemand vorbeikommt und Sachen braucht oder halt nicht. Ach du Heimatland, das ist aber wohl ein bisschen ruhiger Job, oder? Naja, ja, man kann damit leben. Man kann damit leben. Servus, Peter. Servus, seid gegrüßt. Du Joker, das trifft sich sowieso eigentlich ganz gut. Du, pass mal auf, und zwar wegen der Versicherung. Ja. Oder der Versicherung. Also ist das bei euch noch, weil die würde morgen, warte, lass mich kurz überlegen, die würde morgen auslaufen. Du kannst es theoretisch gleich abziehen vom der Auszahlung. Also wir machen weiter. Okay. Nee, aber das kann ich nicht von der Auszahlung abziehen, weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, okay, dann hau eine Rechnung rein. Okay, wie lange wollt ihr euch wieder versichern? Wie, eine Woche. Erstmal eine Woche wieder. Erstmal eine Woche. Genau. Okay. So. Gut, das wären. Genau. Hier. Genau. Mittelstufe bleibt dabei, ne? Ja. Okay. Gut. Das sind wir bei 1350. Warte, machst du noch eine Rechnung fertig? Ja. Mensch, alt wurde. So. Und sonst, wie läuft's? Soweit läuft's ganz gut. Wir haben nur gerade, Schlüsselalarm. Wie Schlüsselalarm? Die Rechnung ist raus. Die haben irgendwie bei uns oben die Schlüssel getauscht. Oh. Das ist aber gar nicht gut. Nee. Alice Taxi. Gut, ich würde dir mal. Hallo, Herr Schmidt. Gleich nochmal was geben. Das wären um die 302.000. Warte, ganz kurz, ganz kleinen Moment, ganz kleinen Moment. Da, wo es ewiglich glänzt und der Korb niemals schwänzt. Hallo, hier ist der Herr Maxwell. Ja, wir kommen heute noch bei euch vorbei. Das hört sich sehr gut an. Ich bin kurz unterwegs. Ich muss bloß mal gucken, wo meine Gutze dann noch ist, quasi. Ja, alles gut. Ich wollte nur mal fragen, ob ihr geplant habt, bei uns vorbeizukommen. Ja, also steht mit auf dem Plan, auf jeden Fall. Okay, super. Das auf jeden Fall. Genau, so machen wir's. Na, alles klar. Okay. Guni, bis dann, Ciao. Gut, Joker, hast die Rechnung hast bezahlt? Ja, die ist bezahlt. Okay, warte, muss ich bloß noch mal kurz prüfen. Da. Bezahlt. Gut. Aber Joker, hast du. Wie viel handelt es sich denn diesmal? Weil ich glaube ja kaum, dass du das alles so in deiner Hosentasche stecken hast. Doch, da steckt gerade alles in meiner Hosentasche. Das sind 302.000. Na, wär's nicht vielleicht besser? Also, geh jetzt mal ganz ehrlich. Also. Ich pack sowas ja gerne in den Aktenkoffer rein. Nur mal einen Aktenkoffer. Ja. Das macht sich besser. Muss ich nur gerade mal gucken, wo hier diese scheiß Aktentasche ist. Dumme Sau, ich habe dies letzte Mal. Ja, das ist alles hier. Alles hier. So, ich würde dir den mal übergeben, ja. Wo ist denn Peter? Wo ist denn der schon wieder hingehört? Himmel, Arsch und zwar. Der ist mit seinem Taxi, der hat einen Anruf bekommen. Okay. Gut. Pass auf, den kannst du mir gleich mal ins Auto rauspacken. Komm mit. Wo ist denn dein Chef heute? Bisher noch nicht da. Bisher noch nicht da? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, der kommt halt auch nicht. Okay. Ich bin wieder im Urlaub. Nee. Der macht wohl öfters Urlaub. Ja. So gut, dann. Pack's einfach auf den Beifahrersitz, das passt. Gut. Und wie viel hat sie gesagt, dass 300 plus nochmal für mich? 300. Kriege ich das überhaupt da rein in den Beifahrersitz hier? Das passt schon, ja. Das sind 302.000, also 301.999.
300. Also 300.199. Frag mich nicht, wo der eine Dollar hin ist. Ja. Wo ist der eine Dollar hin? Ich weiß es nicht. Der muss mir irgendwann mal aus der Tasche gerutscht sein. Unglaublich. Du sag mal, Joker. Pass mal auf, du hast mir doch, kannst du dich noch daran erinnern, wo du letztens bei mir im Laden warst, ja? Ja. Wo du mir die 105.000 gegeben hast? Ja. Du sag mal, das Geld war aber ziemlich leicht, ne? Warum? Ja, weil das so weggerieselt ist aus meinen Taschen. Also Papierschnipsel, ne? Macht sich suboptimal beim Waschen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn das bei mir wieder wegrieselt, kann ich damit nichts anfangen. Ja. Ich meine, gut, ich bin für jeden Spaß zu haben, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du hier dreckige Wäsche hast oder so, dann gibst du mir auch. Kannst du ja später nochmal gucken. Kannst du ja nochmal durch den Kopf gehen lassen, das Ganze. Ja. Generell, kommt heute noch irgendwas oder ist das jetzt erstmal? Oder ist das jetzt erstmal? Ende. Also, ne? Okay, gut. Gut, pass auf. Ich kümmere mich drum und sieh zu, dass ich das so schnell wie möglich über die Bühne kriege, ne? Wie sieht's denn aus mit dem anderen? Ich hatte jetzt noch nichts weiter bekommen. Ja, die 105.000 meine ich. Er hat euch ja mehr gegeben. Also an dem Tag, ich hatte euch ja auch insgesamt, glaube ich, hatte 150 und dann nochmal 105. Warte. Also 255 insgesamt eigentlich. Aber wenn die Papierschnipsel irgendwie weggeflogen sind. Ach ja, genau, die habe ich unter Hendrik stehen, genau. Warte, da tue ich das mal umändern auf Joker. Genau. Das kann ich dir heute noch vorbeibringen. Das ist kein Problem. Die 150, die mir Hendrik gegeben hatte. Wo zur Hölle sind diese 105 hin? Ja. Können doch nicht einfach wegfliegen. Ja, vielleicht ist es manchmal so wie bei der Post. Weißt du, an den Absender zurück. Es gibt manchmal die kuriosesten Dinge, gerade so um die Winterzeit. Naja, ich verstehe schon. Aber gut, guckst du einfach nochmal nach. Ich fahr jetzt gleich mal los und kümmere mich mal wegen dem Penunzen und melde mich, sobald ich was hab. Alles klar. Gut, so machen wir's. Joker, bis später. So, meine lieben YouTuberinos, wenn euch das kurze Einständchen hier gefallen hat, ne, dann lasst sehr gerne das Däumchen da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.